Hey Leute, hier habe ich euch jetzt die Buboneko mitgebracht. Nicht wundern, die Waffe ist schon komplett durchgeformt, alle Mods drin und das Ding ist verdammt stark. Also stellt euch so vor wie die Shadow of Crack. Übel. Aber muss ich direkt am Anfang sagen, die Waffe hat einen riesigen Nachteil. Sie ist viel zu groß. Weil schaut euch das Ding mal an. Das nimmt schon sau viel Platz weg. Wollt ihr jetzt zoomen, ist der halbe Bildschirm belegt und je nachdem, wo ihr hinzoomt, äh. Also ich muss sagen, man hat teilweise wirklich Probleme hier mit dem Zielen, weil man hat einfach sehr, sehr wenig Platz und das ist verdammt unangenehm. Gut. Diese Waffe ist aber extrem spannend, hat mehrere Feuermodis. Einmal eine Dreifachsalve mit Sekundärfeuer, einmal Primärfeuer mit, ähm, sage ich mal, Schnellfeuer Schrotflinte. Und wie die Stats verteilt sind, ist sehr spannend. Also schauen wir hier mal gerade hin: 25 Crit, 2,3-facher Multiplikator, 9,3 Status. Dazu kommt noch ein bisschen Giftschaden. Dann haben wir hier auf einmal nur noch 3% Crit-Chance, 3,5-fachen Multiplikator und eine Status-Chance von 57%. Die Sache ist jetzt: Es ist ein bisschen schwer, sich zu entscheiden, worauf man gehen soll. Aber an sich die Spielweise, wie es gedacht ist, ist eine Hybride. Das bedeutet, dass man beide Feuermodis benutzt. Einmal ein Gridbild für das vollautomatische und einmal ein Statusbild für die drei Projektile. Und das Ganze sieht dann einfach so aus, dass wir zum Beispiel mit unserem Sekundärfeuer den Gegner mit Viralprox belegen und schaut es euch dann an. Dann innerhalb, von kür innerhalb kürzester Zeit den Gegner mit dem Primärfeuer dann runternucken. Also ich meine, ihr seht es gerade, drei Schüsse und oder je nachdem wie viele Viralbrocks drauf sind, Gegner werden einfach umgenietet. Und das ist halt wirklich. Es ist eine sehr, sehr mächtige Waffe. Anders kann man das nicht sagen. Ich sag's auch mal so. Man kann nur mit dem Sekundärfeuer arbeiten. Das seht ihr hier gerade, dass dann nur diese Dreifachsalbe, wobei ich gerade Probleme hatte, die Gegner zu treffen. Funktioniert auch. Genauso gut. Okay, hier ist gerade kein Gegner, der nicht voll mit Viral ist. Aber genauso gut könnt ihr auch rein mit dem Schrotflintenmodus arbeiten und dann damit alles umlegen. Nebenbei, das hier sind alles Level 180er Heavy Gunner. Und schaut es euch mal an, auch der pure Schaden hier ist wirklich gut. Und gerade bei dem Headshot übel. Falls ihr euch gerade wundert, warum ich Orange Grids mache. Das ist, weil ich, ich glaube, drei Vigilant-Mods drin habe. Das heißt, 15% Chance, dass jeder weiße Treffer zu einem gelben wird und 15% Chance, dass jeder gelbe zu einem orangenen wird. Und wie ihr gerade seht, da sind einige Orangene dabei. Und das ist genau das, was wir haben wollen. An dieser Stelle würde ich euch vielleicht noch empfehlen, zu überlegen, mal Arcana Resha reinzumachen. Damit wird es dann auch nochmal eine ganze Nummer cooler. Also, ich sag mal, flat 45% Crit-Chance drauf. Ist eine sehr nette Sache. Was habe ich modtechnisch drin? Ich habe genau drei Vigilante Mods drin, Vigilante Alpha, Vigilante Aufrüstung, Vigilante Vorräte. Hat den Vorteil, dass dadurch ähm, bei meinem Dreierburst, wo ich nur eine, was wars es, 3%ige Crit-Chance habe, jetzt gemodelt 5,7, da habe ich immer noch jetzt eine 15 Chance, dass jeder normale Treffer zu einem gelben Treffer wird und jeder gelbe Treffer hat dann einen 7,3-fachen Grid-Multiplikator. Das heißt, Vigilant oder der Vigilante-Effekt lohnt sich hier auf jeden Fall. Ihr seht es auch gerade, Vigilante-Vorräte bei einer Batteriewaffe nur wegen dem Set-Bonus und wie hier dann Arcana Rescher drauf wäre, könnt ihr euch ja einfach mal vorstellen. Die Sache ist, ich habe jetzt viel überlegt und auch viel rumgespielt. Ich wollte eigentlich ein Bild versuchen mit Tainted Shell, also verdorbene Hülse, weil schaut euch diese Streuung an. Die ist nicht unerheblich. Mit verdorbener Hülse können wir diese Streuung deutlich runterdrücken, verzichten dann aber auf Feuerrate. Da diese Waffe aber wirklich mal Feuerratenlastig ist, kann man wieder versuchen, es auszugleichen. Also, hier seht ihr Minus-Streuung minus Feuerrate, indem ihr dann noch einen Feuerraten-Mod reinmacht. Habe ich auch versucht, zum Beispiel Schrotfanatiker haben wir sogar mehr Feuerrate als vorher. Schöne Sache. Aber dann ist mir ein anderes Problem aufgefallen, nämlich, dass die Waffe eigentlich einen hohen Rückstoß hat. Also, ich sag mal, man kommt damit klar, aber ihr seht es, es ruckelt schon ordentlich rum. Und es ist einfach ein bisschen schade, weil. Wir haben keinen Minusrückstoß-Mod für Schrotflinten, außer einem mit minus 20%, was man in die Tonne treten kann. Von daher habe ich es einfach dann verworfen, weil wir würden insgesamt dann drei Mods reinmachen müssen, mindestens drei, um verdorbene Hülse insgesamt auszugleichen. Und der Effekt wäre so minimal, es lohnt sich nicht. Plus die Waffe ab 19 Meter fängt an Schaden abzubauen, was bedeutet, es ist eher eine Waffe, die man auf kürzere Entfernungen verwendet. Von daher ja, würde ich das Ganze so machen. Was man an dieser Stelle noch überlegen könnte, wäre, einen Mod reinzumachen, damit wir uns nicht selbst zurückstoßen können. Muss ich jetzt gerade mal selbst schauen, ähm, wie der heißt. Okay, vergesst, was ich gerade sagen wollte. Sachter Schuss gibt es gar nicht für Schrotflinten. Also, ja, könnt ihr das eigentlich auch vergessen. Im Endeffekt bleibt man immer bei diesem Bild hängen. Was habe ich ansonsten noch drin? Ähm, primed aus nächster Nähe für mehr Schaden, Primed Verwüstung, Höllenkammer für Grit, Schockhülse und giftige Flut, damit ich auf Korrosionsschaden komme. Wobei man an dieser Stelle auch noch ein paar Sachen nochmal erwähnen sollte. Schauen wir uns gerade nochmal die Schadenswerte an. Also wir haben hier schon Gift auf dem normalen Ding, aber... Hier unten haben wir Virus drauf. Das bedeutet, ähm, damit der radiale Angriff den maximalen Schaden drückt, zum Beispiel durch halt Virus und Korrosion, habe ich halt auch nochmal diesen Giftmod drin. Rein theoretisch könnt ihr aber hier oben jetzt auf den ähm, Giftmod verzichten. Aber achten wir mal gerade nochmal auf die Statuschance. Wir haben hier 125% Statuschance. Nehme ich den raus. 91,2. Also hier oben haben wir eine 25-prozentige Chance, zwei Statuseffekte drauf zu machen. Da wir drei Projektive, Projektile mit der Salve verschießen, könnten wir theoretisch auf einen Gegner mit einer Salve sechs Statuseffekte drauf machen. So könnten wir nur drei Stück maximal drauf bekommen. Vielleicht sogar weniger. Hier haben wir mindestens drei Stück, maximal sechs. Von daher. Überlegt euch, ob ihr den Giftmod rausnehmen wollt. Mir würde jetzt keine Alternative einfallen, die gut genug wäre. Äh, ich meine, ihr könntet natürlich jetzt Verstand drauf machen für 90% mehr Statuschance. Also, das wären dann nur ein paar Prozentpunkte mehr, aber dafür hättet ihr keinen Giftschaden. Bedeutet ihr verzichtet auf Schaden. Also im Endeffekt, ich würde es eigentlich genauso modden, wie ich es hier habe, und auch nichts anderes als Alternative groß reinmachen. Die einzige Sache, die ich jetzt vielleicht noch in Erwägung ziehen würde, wäre auch hier wieder die Projektilgeschwindigkeit, wie bei allen Waffen mit Travel Time. Einfach da wir mit diesem Mod unsere Reichweite erhöhen können. Also wir haben dann 26,6 Meter und 57,4 Meter. Aber an dieser Stelle muss ganz klar gesagt werden, diese Waffe hat zu viel Streuung, um jetzt auf sehr große Entfernung gespielt zu werden. Ich meine, schaut es euch mal an. Das hier sind 29 Meter. 18 Meter. Also viel weiter als 18 Meter würde ich das eigentlich nicht spielen. Eher... Das hier ist eine schöne Entfernung. 9 Meter. Ich denke mal, man sieht die Unterschiede in der Streuung und allem. Und von daher... Ich bin mal gespannt, wie ihr die Waffe findet. Also ich bin ein bisschen begeistert davon, aber ich war auch ein Fan von der Shadow. Und ich kann euch gerade mal die Shadow noch im direkten Vergleich zeigen. Nur damit ihr das auch mal gesehen habt. Und das Ganze sieht dann bei der Shadow so aus. Und das Magazin ist schon leer. Und ich denke, wenn man das mit der Buba irgendwas vergleicht, das sieht man einen deutlichen Unterschied. Also, naja, jeder, der die Shadow mochte, wird diese Waffe, denke ich, lieben. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und Like da. Und bis zum nächsten Mal.